Hallo, mein Name ist Martin Jäger und ich bin Berater rund um das Thema Recruiting und Personalgewinnung. Ich möchte dir heute einen Impuls geben, wie du Personal findest, wie du es ansprichst und wie du es schlussendlich auch einstellen kannst. Wie du es findest, heutzutage findest du aktiv Mitarbeiter auf Plattformen wie LinkedIn, wie Xing, wie aber auch Instagram und Facebook. So findest du aber auch Azubis auf TikTok. Aber einfach um dir mal eine Idee mitzugeben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche eine Person am Empfang, geh doch in ein Restaurant und wenn du gut betreut wirst, sprich doch die Bedienung an, ob sie nicht viel lieber bei dir arbeiten möchte. Hier hast du nämlich schon eine Arbeitsprobe. Also, wie findest du Personal? Such dir aktiv einen Kanal aus, A- und B-Mitarbeiter wirst du selten über StepStone, über eine Stellenausschreibung finden. Wenn du aber eine Ausschreibung machst und die brauchst du natürlich auf deiner Homepage oder eben auch auf Portalen. Bitte, bitte, bitte verwende nicht das Standard-Wording. Also wir sind folgende Firma, wir machen ungefähr das, du bringst folgendes mit, wir bieten dir und das hier sind dann auch noch die Benefits. Hat keiner Spaß dran, hat keiner Bock drauf. Versuch in deinen Anzeigen eher zu polarisieren, was natürlich nicht bedeutet, du sollst da irgendwie ein Tänzchen aufführen, sondern das Wording umzudrehen, nicht du musst, sondern du darfst. Das empfehle ich jedem meiner Kunden, weg von du musst 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen, du musst folgende Tools können, du solltest XYZ, also immer aus dieser fordernden Position, sondern hin zur gebenden Position. Du darfst bei uns folgendes tun, du kannst dich in folgende Themen einarbeiten, du hast die Möglichkeit, dich dort und dorthin weiterzuentwickeln, wir geben dir die Möglichkeit, dich dort und dorthin zu schulen. Und darüber setzt du automatisch Forderungen an den Bewerber. Das heißt, du brauchst nicht sagen, du brauchst hier ein Studium. Wenn ich jetzt im Marketing sitze, brauche ich kein Studium, sondern ich muss halt wissen, wie ich mit sozialen Medien umgehe, wie ich Farben einzusetzen habe, wie ich Emotionen einzusetzen habe. Das Studium befähigt mich im Normalfall dazu, aber ich kann es auch ohne Studium. Und ob ich jetzt mit einem halben Jahr Berufspraxis sage, boah, ich habe in Instagram 2 Millionen Follower und ich verstehe, wie diese Plattform läuft, oder ob ich das nach 6 Jahren Berufserfahrung, wenn ich es weiß, weiß ich es und dann kann ich dir diesen Benefit geben. Also geh weg von dieser Forderungsstruktur hin zu du kannst, du darfst. Und wie du sie schlussendlich einstellst, hat ganz viel mit der Schnelligkeit zu tun. Du musst schnell sein, schnell sein, schnell sein. Ich kann es nicht oft genug sagen, ein A- oder ein B-Mitarbeiter wartet nicht 4 Wochen, bis du um die Ecke kommst, um ein Gespräch auszumachen. Next Day Delivery, das heißt, du musst den spätestens oder sie spätestens einen Tag später anrufen. Du musst ein zeitnahes Gespräch machen. Und wenn du ein Gespräch machst, auch die Grüße gehen raus an die Fachabteilung. Bitte keine Bullshit-Fragen, bitte kein, wie viele Tischtennisbälle passen in den A365. Bitte nicht, warum haben sie sich gerade hier beworben? Der hat sich natürlich auch überall anders beworben. Geht weg von diesen Standardfragen, die vor 20 Jahren schon scheiße waren, hin zu Fragen, die intelligent sind. Worauf haben sie Lust? Woran haben sie Spaß? Wofür sind sie aufopferungsbereit? Wo sehen sie sich selber in ein paar Jahren? Macht natürlich Sinn, aber nur, wenn ich sie nicht so stupide frage. Das heißt, wo könnten sie sich vorstellen, noch mehr Energie in den nächsten Jahren zu investieren? Was macht sie neugierig, wenn sie in die Zukunft blicken und so weiter und so fort? Und die Bewerber, die euch darauf keine Antwort geben können, sind wahrscheinlich keine A-Mitarbeiter. Also, viel Spaß beim Rekrutieren. Macht was draus. Der Markt gehört den guten Rekrutern und den guten Firmen. Und viel Spaß dabei.